Hi, ich habe heute einen DM und Rossmann Haul für euch. Zwei Produkte sind dabei, die ich unbedingt am liebsten jetzt sofort ausprobieren möchte, wenn ich nicht schon geschminkt wäre. Und ich habe auch ein, zwei Nachkaufprodukte. Ich fange an mit Rossmann, weil die haben ja derzeit 30% auf Mascaras noch die Woche über. Also ihr könntet quasi noch am Wochenende hingehen und 30% sparen. Und da habe ich ein Produkt nachgekauft, und zwar die Maybelline Rocket Mascara. Wenn ihr mein Aufgebrauchsvideo gesehen habt, wisst ihr, dass ich sie nicht ganz leer machen konnte, da sie mir ins Katzenklo meiner besten Freundin gefallen ist. Ja, das war sehr tragisch, aber sie war schon fast leer und ich liebe diese Mascara. Und seitdem ich sie nicht mehr habe, gefallen mir meine Wimpern nicht mehr. Und ich habe immer nie so wirklich realisiert, wieso das so ist, bis ich irgendwann dachte, okay, eigentlich genau seitdem du diese Mascara nicht mehr benutzt, ist es so. Und ich weiß nicht, ich habe immer das Gefühl, wieso drücke ich meine Wimpern jetzt? Ich habe einfach immer das Gefühl, dass ich einen Bad Wimpern Day habe und ich hoffe einfach, dass ich jetzt endlich wieder gute Wimpern habe, wenn ich diese hier wieder anfange zu benutzen. Dann habe ich noch mega unspektakulär Wattepads gekauft. Ich habe ein Gefühl, jedes Mal, wenn ich beim DM oder Rossmann bin, kaufe ich welche. Ich habe so viele davon, aber jedes Mal denke ich dann wieder, ah, vielleicht hast du bald keine mehr, man weiß ja nie. Und dann eine Sache, die ich auch letztens gesehen habe bei Instagram. Danke, euretwegen kaufe ich auch einfach so viele Sachen, das ist unglaublich. Und zwar das hier von Rival de Loop, das Hydro Aqua Spray Wasserspray Aloe Vera. Da haben ganz viele geschrieben, dass es so eins auch mal von Balea gab, aber es ist halt immer nur saisonal und jetzt hat quasi Rossmann auch so eins. Es ist mit Aloe Vera, soll vitalisieren, hydrieren und erfrischen. Und da ja viele von euch wissen, dass ich auf Make-up-Setting-Spray schwöre, wollte ich das jetzt mal ausprobieren. Ich habe ja auch das von Avène. Das finde ich ist jetzt kein, es ist kein Dupe oder kein äquivalentes Produkt für den Effekt, den es gibt. Aber einige haben mir bei Instagram oder auch hier geschrieben, ist es nicht quasi das gleiche, als wenn ich mir Wasser ins Gesicht sprühe und so weiter. Deswegen dachte ich, probiere ich das nochmal aus. Ich denke nicht, dass es das gleiche ist, weil der Effekt wirklich unglaublich ist bei diesen Sprays. Aber dazu mache ich vielleicht nochmal ein Video, wenn ich das ausgetestet habe. Wenn euch da irgendwas interessiert, schreibt mir das auch mal gerne in die Kommentare. Aber auch wenn das nur mein Gesicht erfrischt, bin ich auch glücklich damit. Eigentlich wollte ich bei Rossmann noch eine zweite Wimperntusche kaufen. Leider Gottes hatten die das neue Essence-Sortiment noch nicht. Und hier bin ich das absolute Opfer erstens der Verpackung und zweitens von Instagram. Denn ich hatte die schon mal in der Hand und habe mir gesagt, Jamina, nein. Du hast unzählige Wimperntuschen, du brauchst die wirklich nicht. Zumal ich ja jetzt quasi gerade meinen heiligen Gral wieder gekauft habe, die Rocket, sprich ich bräuchte keine andere mehr. Ja, das macht dann im ersten Moment Sinn und im zweiten Moment kauft man dann eine weitere. Und zwar die Essence Lash Princess Volume Mascara. Die haben so viele bei Instagram gezeigt, ich glaube, ihr habt sie auch alle nur gekauft, weil die Verpackung süß ist, oder? Sind wir doch mal alle ehrlich. Aber das Bürstchen sieht ganz vielversprechend aus, ich habe keine Ahnung, wie die ist. Ist halt so ein geschwungenes Bürstchen mit so einer kleinen Wölbung. Wenn ihr die habt, dann lasst es mich mal wissen, wobei Wimpern sind ja auch immer mega unterschiedlich, aber ist halt süß. Dann habe ich jetzt ein Nachkaufprodukt und zwar ist das von Catrice, der Eyebrow Stylist in 40 Don't Let Me Brownen. Das ist ein perfekter Aschton für alle Leute, die ungefähr meine Augenbrauenfarbe haben. Halt schon ein dunkleres Braun, aber nicht in die Richtung Schwarz. Und man braucht dann einfach meistens einen Teller. Wie komme ich denn auf Teller? Eine tiefe, was möchte ich sagen? Eine, wie komme ich auf Teller? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall eine hellere, ach so, hell Teller, okay. Eine hellere Farbe, das wollte ich sagen. Und deswegen ist dieser Ton perfekt für mich. Meiner ist wirklich, also der ist nicht mehr existent, der ist komplett aufgebraucht. Und da ich nächste Woche meine Augenbrauenroutine endlich hochladen werde, freut euch drauf, oder ich hoffe, ihr freut euch drauf, weil das sehr oft angefragt ist. Und ich mache, nein, ich verrate nicht, was ich mache. Auf jeden Fall habe ich einen neuen gekauft, weil ich dann damit besser arbeiten kann. Dann habe ich natürlich auch ein bisschen bei P2 geschmökert, weil die ja auch das neue Sortiment draußen haben. Ich hatte nicht so viel Zeit, ich wollte noch mehr gucken, aber zwei Sachen, da bin ich schon so ein bisschen, ich bin aufgeregt. Das erste ist der Colorstop Lip Definer, langhaftender, transparenter Lippenkonturstift, verhindert das Auslaufen der Lippenstiftfarbe. Wenn ihr mich etwas länger schaut, wisst ihr, dass ich sehr tief liegen, jedes Mal kann ich jetzt nicht aussprechen, sehr tief liegende Lippenfältchen habe. Sprich, wenn ich dann eine knallige Farbe trage, läuft es mir wirklich super schnell aus. Es ist ganz tragisch, weil ich liebe ja knallige Lippen. Sprich, ich muss immer sehr viel mit Lipplampern arbeiten oder mit Auffüllprodukten, Liplinern und so weiter. Das ist immer ein großer Akt. Und es gibt so einen von Dior. Den möchte ich mir schon seit geraumer Zeit kaufen. Aber ich denke mir immer so, ah, es ist halt so ein, so ein durchsichtiger Lipliner, wie dieser hier halt. Und ich denke immer so, ach Gott, so viel Geld. Ich konnte mich bis jetzt nie überwinden. Und als ich das eben gesehen habe, dachte ich mir, oh mein Gott, wie großartig.
Ich weiß nicht, ob der was kann, aber ich bin unglaublich aufgeregt und ich werde den sofort morgen probieren und ich werde es euch auch wissen lassen, ob der was kann. Und dann habe ich auch noch mitgenommen den Glow Up Highlighter von P2 Ice & Cheeks. Viele haben mir davon schon mal geschrieben, auf Instagram geschrieben, dass die hellere Farbe davon wie die Cream Color Base in Pearl aussehen soll. Ich habe den auch geswatcht, ich fand den aber ultra frostig. Also es war für mich schon, es war zu kühl und zu viel Silberanteil. Deswegen habe ich jetzt die Farbe mitgenommen. Ich finde den super schön. Der hat so einen ganz leichten Rosé-Einschlag, wie ich es halt mag. Und ich finde ihn für einen Drogerie-Highlighter unglaublich fein. Also er ist natürlich nicht so fein wie zum Beispiel meine Hourglass-Puder oder so, aber ihr kennt mich. Ich habe andere Ansprüche bei anderen Preiskategorien. Ich weiß, andere Leute sehen das anders. Sehr viel anders in diesem Satz. Ich weiß, dass es Leute gibt, die immer den gleichen Anspruch haben und auch wenn sie 2 Cent für irgendwas ausgeben, das absolute Wow-Produkt wollen, da bin ich halt anders. Aber das wisst ihr. Deswegen finde ich ihn wirklich schön, so vom Swatch her. Ich muss den mal auftragen. Irgendwer hat mir auch letztens geschrieben, dass es bei Essence oder so, so Creme-Highlighter gibt. Ich habe den nicht gefunden. Also war das eine LE oder ich kläre mich da mal auf, weil die möchte ich unbedingt haben. Aber ich habe jetzt nur das gefunden, aber bin auch glücklich damit. Ich habe langsam das Gefühl, dass ich Reni Konkurrenz mache beim Duschgelmonster. Also es sind wirklich mittlerweile Ausmaße, ist nicht mehr witzig. Aber meine Ausrede ist, wir gehen ja 3-4 Mal die Woche zum CrossFit. Es sei denn, ich habe einen kaputten Rücken wie derzeit. Und ich dusche ja morgens. Also sprich, ich dusche mindestens 10 Mal in der Woche. Da hat man natürlich einen sehr hohen Duschgelverbrauch, nicht wahr? Und deswegen habe ich jetzt das hier mal mitgenommen. Das von Valea Totes Meer Salz Dusche Lemongras Duft. Wenn ihr mein August-Favoriten-Video gesehen habt, wisst ihr, dass das mein Favorit war in der Peeling-Form. Und weil ich den Geruch so schön fand, es riecht einfach super. Es riecht einfach frisch und ich liebe frische Düfte, wollte ich jetzt mal das Duschgel ausprobieren. Weiterhin liebe ich das Alverde Minze Bergamotte. Habe ich auch noch 2 in der Dusche. Und das von Fahr natürlich, wie immer. Aber man muss ja auch mal neue Sachen ausprobieren. Da ich noch nicht genug was für heute geredet habe, will ich euch noch kurz was zeigen. Ich habe nämlich einen Dupe gefunden, ganz viele Anführungszeichen, für mein Teapigs Licorice and Peppermint. Ihr müsst aber meinen Vlog nächste Woche schauen, weil da mache ich eine Teekostprobe. Ich rede bestimmt 4 Minuten lang über Tee, ist unglaublich ridiculous. Aber ich habe 2 neue Tees gekauft. Ja, sage nicht mehr dazu. Einer davon ist ein 95%iges Dupe dazu. Welcher ist es? Ich verlinke euch hier nochmal meine letzten DM-Hauls. Ich mag einfach gerne zu DM gehen, deswegen kaufe ich da ab und zu mal 2, 3 Sachen. Also wenn ihr die nicht gesehen habt, klickt mal gerne hier rauf. Und dann natürlich meine besagten August-Favoriten, in denen ich auch nochmal über das Peeling spreche und so weiter. Schöne Produkte dabei. Wenn ihr die nicht gesehen habt, klickt hier rauf. Und in der Infobox ist wie immer alles verlinkt. Mein Gesicht, worüber ich rede. Alles, was ihr wissen wollt, ist dort. Also ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, ein wunderschönes Wochenende. Und wir sehen uns Sonntag wieder mit meinem Fragen-Antworten-Video. Ihr werdet ganz viel über mich erfahren. Also, bis dann. Ciao.